Ich bin hier aufgewachsen, groß geworden und in Ettal auch zur Schule gegangen. Zwischen Phonak und mir gab es schon länger eine Verbindung. Man hat gleich gemerkt, dass wir gemeinsam einen Weg gehen wollen, dass man was findet, wie wir die Kinder begeistern können. Und daher habe ich mir diesen Beschluss gefasst, dieses Camp hier zu organisieren, weil ich eben was verändern wollte und der Welt zeigen wollte, dass man mit gehörlosen Kindern sehr wohl arbeiten kann und auch sehr erfolgreich mit ihnen zusammenarbeiten kann. Ziel vom Camp ist nicht nur der fußballerische Hintergrund, dass sie sich hier weiterentwickeln, sondern vor allem die soziale Entwicklung, sodass die Kinder merken, sie sind nicht alleine mit ihrer Hörminderung. Es gibt auch noch andere Kinder. Wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team und wir sind nicht alleine. Wir trainieren hier mit den Kindern fußballerisches Geschick, versuchen ihnen Selbstvertrauen, Mut und Begeisterung für die Zukunft mitzugeben. Und das Camp findet dieses Jahr bereits schon zum dritten Mal statt. Ich möchte den Kindern Spaß am Fußball mitgeben, aber auch, dass sie vor nichts Angst haben brauchen, dass sie mit einer breiten Brust ins Leben gehen und ihre Hindernisse, die auf jeden Fall kommen werden, versuchen zu meistern. Mein Fußball ist mein Leben, ist mein Herz. Dementsprechend habe ich auch eine sehr große Leidenschaft, den Fußball auch an andere Menschen weiterzugeben, meine Erfahrung und einfach auch den Spaß und Freude, diesen Fußball auch zu leben, nicht nur zu spielen, sondern wirklich zu leben, weil mit Leidenschaft macht es dann auch dreimal so viel Spaß. Ganz schön ist es hier. Cool. Das ist das beste Camp für mich gewesen bis jetzt. Freunde kennenlernen. Ich finde es halt cool, dass ich nächstes Jahr wiederkomme. Ja.